Willkommen zurück zu Kingdom Hearts Dream Drop Distance. So, wir sind in der Stadt des Glöckners und sammeln jetzt mit Sora erst noch die Schatzkisten hier ein. So, aber die liegen anscheinend tatsächlich überall gleich. So. Lass mich raten, da kommen ja jetzt bestimmt Gegner, oder? Nicht? Kiste? Hui! So, da habe ich gerade noch einiges. Ach nee, die haben wir schon aufgemacht, okay. Die auch. Gut, da gibt es auch keine mehr. Dann. Moment, was haben wir hier Schönes? Besiege alle Gegner in 20 Sekunden oder weniger. So. Ach Gott. Hui. Naja gut, ist gescheitert. Aber egal. Lass mich runter. Hui. So, dann gehen wir jetzt mal da rein. Da, 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 da. Hey. Kätzchen. Da, 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 da. So, hier haben wir. Führe mindestens 3 Angriffe im freien Fluss aus. Was bist du denn für eine Schnecke? So, und tschüss. So, alles besiegt. Und einen Schildkeks. Gibt es also Bonus? So, und... Hui! So, anscheinend haben wir alles besiegt. Sehr schön. Hui. Kiste. Eine Potion. Ach Gott. So,
Kiste, 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 Kiste. Sehr schön. Ein Block Schoko. Okay, hier ist anscheinend jetzt kein Frosch. Hui. So, da hinten ist eine Kiste. Und Gegner. Funke. Na toll. Komm her, du blöde Fledermaus. Funke. So, ein Königskuchen. Einen Wecker. Und Saugsturz. Und Funke. So, stirb. So, alle vernichtet. So, und da jetzt noch rüber. So, das sollten alle gewesen sein. Sehr gut. Suche quasi Modu in der Kathedrale. So, dann gehen wir da mal hoch. Moment mal. Ah, okay. Gut, der muss also irgendwo hier sein. Ja, oder auch einfach mal nicht. Gut, dann eben noch weiter nach oben. This is Big Marie. Hello! She likes you. Looks like Quasi's gonna be just fine. Indisputably. He's tough. We may be hard as stone, but Quasi's stronger. I know. Whoa! Talking gargoyles! Excuse us for having personality. Hmm? You could stay here forever. No, I couldn't. Oh yes, you have sanctuary. But not freedom. Gypsies don't do well inside stone walls. You helped me. Now, I will help you. But there's no way out. There's soldiers at every door. We won't use a door. It's all right. Are you ready? Didn't expect that. So how come you and Quasimodo are so close? We've been friends for years. More than a decade of camaraderie. Breakfast, lunch, and dinner. He never leaves? Oh, he's not allowed to leave. Judge Frollo forbids it. Why? Care to pull up a stool? The short version is, Frollo thinks he's doing Quasi a favor by keeping folks from seeing that mug of his. After a lifetime of watching from the nosebleed seats, Quasi just wanted to go to the Feast of Fools. And we're so proud of him for finally working up the courage to do it. Tis a shame those creatures dashed his hopes. You should talk.
When's the last time you looked in a mirror? Well, you broke it. Ah, a wise guy, eh? Knock it off, you couple of blockheads! I just hope this one failure doesn't cause Quasi to give up. He was so close. He can't let his heart be a prison. Don't worry. I'll go talk to him. Rückblende. Frollo warnt Quasimodo. Oh, my dear Quasimodo, you don't know what it's like out there. The world is cruel, and you are deformed and ugly. You will be shown little pity. You must believe me. I am your only friend. And how can I protect you, my dear boy, unless you stay in here? Remember, Quasimodo, this is your sanctuary. Yes, Master. Ja, so, jetzt gucken wir uns erstmal hier um, ob es irgendwo noch Schatzkisten gibt. Okay. So, einen Wecker. So, was haben wir denn hier Schönes? Ja, komm, spring da hoch jetzt. So, können wir eigentlich... Nee, wir können hier nicht runterfahren. Das ist schon mal gut. So, da gibt es auch noch eine Kiste. Einen Ballon. Schön. Toll. So, wo sind wir jetzt hier? Ah, Kiste. Liebliche Einbildung. Ja. So, und da haben wir einen weiteren Wecker. Nein. Oh Gott, was? Bist du runter? Na toll. So, die wollte ich aber jetzt nicht läuten. Wie komme ich jetzt da hoch? Okay. Das muss doch irgendwie gehen, dass ich da jetzt hinkomme. Gut, so jedenfalls nicht. Gut, die erste haben wir schon mal geschafft. Ja.
So, dann jetzt die da. Genau, fall ganz runter. So, und jetzt die da drüben, okay. Nein. Das war die falsche. Ich muss so die irgendwie anvisiert bekommen. So. Ah, toll. Ach, egal. So, dann gehen wir da mal wieder raus. Zack. So, und jetzt runter. Kann ich nicht runterspringen? So, hier so, hui, nicht? Schade. Ah, okay. Hui. So, ein Funke. Ach, du blödes Viech, geh weg. So, ich glaube, jetzt sind erstmal alle vernichtet. Ja, wohin ist Quasimodo gegangen? Er ist wortwörtlich aus dem Fenster gesprungen. Wo soll ich das wissen? Again? Sora, was it? Hold it. You're that guy with Frollo. Easy. I'm not looking for any sort of fight. Finally, someone sensible. I'm Phoebus. Tell me, is she still safe in the cathedral? If she is Esmeralda, then Quasimodo helped her escape. Blast. What's wrong? It's Judge Frollo. He's obsessed with destroying the gypsies, and his mind is in a dark place. When I objected to his barbarous actions, he banished me from the guard. What? That's not fair. Don't worry about me. Frollo said he's found the Court of Miracles, the gypsies' haven within the city. Esmeralda and her friends are in danger. Huh? We have to find them and warn them before Frollo gets there. Huh? Quasimodo! Esmeralda's in trouble! Where did she go? I don't know. She vanished into the streets. She gave me this pendant. Esmeralda said this would help us find her. When you wear this woven band, you hold the city in your hand. It's the city! It's a map, see? Here's the cathedral, and the river. Go this way, cross the bridge, and... the Court of Miracles! Well done, Quasimodo! Yeah, Quasi? Nice! Yes. I'm going to save her. Suche Esmeralda im Hof der Wunder. Dann gehen wir doch da einfach mal hin. Alle drei Traumfänger mit der großen Blüte ausschalten. Aha. Hm.
Was für eine große Blüte. Wie kann ich die aktivieren? Ja. So anscheinend nicht. Ja. Was zur... Geh weg. So, da ist das Ding. So, besiegt. Noch mehr von diesen Dingern. So. Ah, okay. Gut, hier oben gibt's aber nix. So, hier ist auch nichts. Geh weg von mir. Hallo? Wo ist meine Echse? Yeah. So, okay, da ist noch irgendwo so ein Dornenviech. Für die Kiste benutzen. Ah, oh, große Kiste. Funkrohr. Oh, ich kann nicht ins Menü rein. Schalte die Traumfänger mit großen Blüten aus. Hm. Okay, das bringt nichts. Hui. So, was haben wir hier Schönes? Eine weitere Kiste. Hui, Blümchenrezept. Aha. So, noch so ein komisches Vieh. Aha. Oh Gott, noch mehr. Ach, weißt du was? Wirbelreiter! So, hui! Komm, geh sterben! Hey, die Kiste ist frei, juhu! So, erstmal diese Kiste hier. So,
So, wo war jetzt die andere, die versperrt war? Ich glaube, die war irgendwo... Ah, ja, hier ist sie. Sehr schön. Verstörende Laune. Mhm. So, Funke. Was zur... So, erledigt. Bleib da, du komisches Ding. So, geschafft. So, jetzt erstmal Funkra ausrüsten. Hui. Nein, ich... Bleh. So, Kiste. So, dann erstmal da entlang. So, den totalen Überblick. So, wo könnte noch eine Schatzkiste verborgen sein? Ich glaube, irgendwo da hinten. So, Funkra. So, alle tot. Sehr schön. Funkra. Hui. Oh Gott. So, Rhinoceros tot. Und tschüss. Gut, aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal alles Mögliche gefunden. Dann gehen wir doch mal da weiter. Nee, da hinten ist noch was. So, was haben wir denn da Schönes? Besiege alle Geister, nimm höchstens 2-mal Schaden. Oh Gott, nicht die Dinger. Oh Gott. Na toll. Die Bären sind nervig. So, sonst gibt's hier aber jetzt nichts mehr. Momentchen mal, ich glaube, da ist noch was. Ah, nee, da oben waren wir ja schon. Hui. Hey, da ist eine Kiste. Sonst noch irgendwo eine? Nee, jetzt glaube ich, haben wir alle. So, dann mal hier weiter.
Das bist du? Ah. Okay. So, verschwinde. Na komm her, du Katze. So, Kiste. Und hier, besiege alle Gegner, führe mindestens 3 Angriffe im freien Fluss aus. Aha. So. Dreimal freier Fluss erledigt und die Dinger auch. Und ein Schildkeks als Bonus, ja Wahnsinn. Stirb, du Elefant. So, erledigt. Eine weitere Kiste. So, Funkra. Hey, eine Kiste. Farbpistole rot, 10-mal. Für was auch immer ich das brauche. So, weiter geht's. Okay. Okay, Komet. Ja. Ah, der Sturz kommt. Da ist eine Kiste, die will ich noch haben. So. Und der Sturz. So, das nehmen wir alles mit. Und da geht's weiter mit Riku. So, der Frosch aus der letzten... Nee, der Frosch ist jetzt weg. Okay. So, lass mich mal in Ruhe. Ist ja furchtbar, die hören ja gar nicht mal auf, die Viecher.
So, da gehe ich jetzt hoch und guck mal, ob ich da irgendwas finde. Außer weitere Traumfresser. So, tschüss. Puff. Komm, da liegt doch bestimmt irgendwo eine Kiste. Ich weiß es ganz genau. Na, anscheinend nicht. So, Kiste. Einen Wecker. So, hier speichere ich erstmal und dann geht's hier an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter. Dann danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.